So, da sind wir wieder. Im Möwendorf und Pockbert, hatten wir das Huhn, glaube ich, genannt, ist auch mit dabei. So, lasst mich vorweg ein bisschen was sagen. Wir haben am letzten Mal ja angefangen mit Link's Awakening für die Switch. Und da hatte ich ja auch schon so ein bisschen was erzählt, unter anderem, dass ich null Ahnung von diesem Spiel habe. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin zwar an einigen Sachen vorbeigelaufen. Und wir reden nicht über das Kran-Minispiel, das war absoluter Betrug. Da gehe ich auch nicht nochmal rein, wenn Jan nicht da ist. Aber es hat mir echt sehr gut gefallen und wir haben sogar zwei Dungeons geschafft. Mein Highlight war auf jeden Fall Komet. Komet war super. Und ja, deswegen spielen wir auch heute weiter. Weil ich das ganz gerne als Stream-Projekt machen möchte, weil es eben doch ziemlich cool war beim letzten Mal. Eigentlich ist es ja auch ein mehr oder minder Together-Projekt mit Jan, weil ich mich einfach ein bisschen wohler fühle, wenn Jan dabei ist. Der kennt das Spiel, der kann mir ein paar subtile Tipps geben und der kann in absoluten Notfällen eben auch übernehmen, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, wie beim Kran-Minispiel. Problem ist einfach, dass wir ein bisschen umplanen mussten spontan und dementsprechend ist Jan aktuell nicht da. Der kommt erst so in anderthalb Stunden so nach Hause, beziehungsweise hat in anderthalb Stunden vielleicht dann gegessen und ist dann bereit mitzumachen. Dementsprechend muss ich jetzt die erste Zeit erstmal alleine spielen. Ist ein bisschen scary vielleicht, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube, das Huhn will mich. Sowas von. Dementsprechend, sobald Jan wieder da ist, ist schön und bis dahin muss ich mich alleine irgendwie rumschlagen. Da war mein Schwert und da waren meine Items. Genau, da konnte ich hüpfen und hier kann ich ein wunderschönes Loch buddeln. Und ansonsten habe ich hier alles. Ach, von der Tauschquest. Ich wollte gerade sagen, warum zur Hölle habe ich Bananen in meinem Beutel? Da ist der Wurmschlüssel. Ja, gut. Aber interessant, wir hatten ja den Wurmpalast und die Djinn-Grotte. Und letzter brauchte gar keinen Schlüssel. Und wir haben auf jeden Fall schon zwei Instrumente geholt. Das Tritonshorn und die Muschelgeige. Und ich glaube, wie viele Dungeons hatten wir? 8 eventuell. Die sind auch für irgendwas wichtig. Ich habe keine Ahnung für was, aber das werde ich noch herausfinden. Da konnte ich anzünden. Packe ich jetzt aber nicht auf die Knöpfe, sonst zünde ich wieder wahllos alles an. Und Bomben hatte ich auch, genau. Muss mich erstmal gerade wieder so ein bisschen einfinden. Genau, wir sind hier quasi gestartet. Am Strand, hier ist Möwendorf. Dann waren wir im Zauberwald. Hier konnte ich, glaube ich, noch buddeln. Und hier waren wir im Dungeon. Genau. Und hier haben wir zumindest mal vorbeigeguckt, im Fratzenwald. Und ich meine, es hieß, wir müssen jetzt in die Steppe. Ich werde jetzt sowieso erstmal alles erkunden und backtracken. Und vor allen Dingen mit den... Ach ja, die Handschuhe haben wir auch übrigens. Die sind aber, glaube ich, nicht im Beutel drin. Die Titanhandschuhe, glaube ich. Mit denen wir jetzt die ganzen Felsen endlich mal anheben können. Das heißt, ich habe potenziell 1, 2, 3, 4 und eigentlich eben noch ein fünftes Item, mit dem ich jetzt arbeiten kann. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ganz viel backtracken. Und ihr wisst ja, ich bin nicht die Schnellste, weil ich mir jede Blume dreimal angucken muss. Das kann also ein bisschen dauern. Nur ein Kraftarmband. Keine Titanhandschuhe. Die sind aus irgendeinem anderen Zelda-Spiel, richtig? Kraftarmband ist unterm Schild. Ja. Ach, das Ding da. Stimmt, aber es ist zumindest dauerhaft ausgerüstet. Wie gesagt, ich bin nicht die Schnellste in dem Spiel und ich laufe auch gerne an Dingen vorbei, aber so ist witziger. Dementsprechend, bitte nicht spoilern. Bitte auch nicht von euch aus wirklich hartes Backseat-Gaming betreiben. Wenn ich Problemchen habe und nicht weiterkomme, dann werde ich mich melden. Dann werde ich auch offiziell eine Frage stellen. Hallo. Und dann könnt ihr mir gerne darauf antworten. Also dann werde ich auch wirklich fragen, hey Chat, bla bla bla. Und dann könnt ihr mir sagen, yo, bla bla bla. Aber lasst mich erstmal so ein bisschen alleine machen. Wie gesagt, ansonsten werde ich um Hilfe schreien. Doch ich will auf jeden Fall noch in den ersten Dungeon... Weil da war ja noch, glaube ich, was zum Sprengen. Ganz am Anfang. Das heißt, da gehe ich jetzt zuallererst hin. Wo war eigentlich mein Schild? Ach, hier. Und ja. Da mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob am Strand noch irgendwas war. Ehrlich gesagt. Da werde ich aber auch einfach mal gucken. Also dadurch, dass der Stream jetzt auch schon ein bisschen her ist, kann ich mich ehrlich gesagt an vieles gar nicht mehr erinnern.
muss erstmal aufs Neue wieder gucken, wo ich jetzt überall hin kann und wo ich noch was holen kann. Aber ihr habt ja Zeit, oder? So. Ich meine, wie gesagt, in der Gin-Grotte hatten wir alles geholt. Aber hier war doch ganz am Anfang noch irgendwas, oder? War das nicht so? Wartet mal, ich habe doch eine Karte. Na, ganz am Anfang würde ich es jetzt nicht nennen. Wobei, nee. In der Gin-Grotte war auch ganz am Anfang was. Aber das habe ich dann direkt geholt. Das war das mit den Krügen und dem Kraftarmband. Genau, da bin ich nochmal zurückgelatscht. Das habe ich jetzt erst im Kopf gehabt. Da musste man, glaube ich, was sprengen. Okay. Kurz meine Box ein bisschen leiser drehen, während ich mit der anderen Hand irgendwelche kleinen Dinger verprügel. Ist das für euch angenehm so? Von der Lautstärke her? Oh, Käferchen, du darfst gerne da bleiben. So, und ich glaube dann hier. Du kannst verschwinden. Genau, da drüben konnte ich noch was sprengen. Passt alles. Okay. Ich habe auch nichts verändert im Vergleich zum letzten Mal, aber lustigerweise ist es tatsächlich manchmal so, dass alles gut eingestellt ist und im nächsten Stream alles genauso eingestellt ist und dann Leute sich beschweren. So. Die Bombe ist irgendwie gefühlt so groß wie ich. Aber die werde ich auch jetzt ganz schnell wieder da wegpacken. Ihr kennt mich. Es wird passieren. Was habe ich denn jetzt hier Schönes? Ein Herzteil vielleicht? Das fühlt sich irgendwie sehr unbefriedigend an. Ich weiß, man muss die vermutlich für 100% sammeln und ich weiß, naja, ich weiß nicht, aber ich vermute mal, dass das irgendwelche Sammelgegenstände sind und dass mir der Sinn dahinter noch erklärt wird. Ich will es jetzt auch gerade erstmal nicht wissen. Jan meinte, ich werde es noch herausfinden, aber aktuell fühlt sich das noch sehr unbefriedigend an, weil ich absolut nicht weiß, was ich damit anfangen kann. Aber okay. Und tschüss. Vielleicht sind die Muscheln auch richtig, richtig toll. Aber ich kann halt noch nicht wirklich beurteilen, ob das so ist oder nicht. Ich könnte auch einfach... Moment, das war der falsche Knopf. Da. Ich könnte auch einfach da drüber springen. Aber das wäre ja zu einfach. Damit wäre der Dungeon geklärt. Das stimmt. Das kann man doch auch nicht einfach so auf sich stehen lassen. So, da komme ich, glaube ich, nur wieder hoch. Die Frage ist, war jetzt hier am Toronga-Strand noch irgendwas, was ich jetzt holen kann, wo ich vorher nicht dran kam? Ich weiß es nicht, aber ich werde es gleich herausfinden. Wie gesagt, ich laufe einfach überall nochmal entlang und schau. Kann ich die Dinger jetzt eigentlich auch anheben? Nö, die sind einfach in der Erde. Und euch konnte ich mit meinem Schild wegschieben? Genau. Guckt auch sehr begeistert. Ist das eigentlich nur eine Dekomuschel da? Ja, okay. Ja, ich finde, dieses Backtracken gehört halt auch einfach dazu. Oder kann ich was sprengen, oder? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich finde, heutzutage, viele Zelda-Spiele kennt man auch einfach, weil man sie halt selber schon gespielt hat oder wenn man sie als Let's Play oder so gesehen hat. Oder du spielst direkt mit einem Guide oder so. Ich weiß nicht, also dieses wirklich totale Blinderlebnis bei Zelda habe ich jetzt auch schon sehr lang nicht mehr gehabt. Weil die letzten Projekte, die ich hier hatte, waren... Hi. Wind Waker und Twilight Princess und die kannte ich ja beide und dementsprechend gleich wusste nicht mehr alles, aber zumindest viel. Da hast du einfach dieses wirkliche Backtracken nicht, weil du im Zweifelsfall auch einfach nachguckst, wo du hin musst und dann einfach alles chronologisch abgehst. Aber hier habe ich keine Ahnung, hier muss ich von null auf einfach alles selber finden. Und das finde ich aber eigentlich auch ganz schön. Sieht vielleicht manchmal etwas unbeholfen aus, aber meine Güte. Hä? Was ist das hier? Ich kann es aber auch nicht wegschieben. Oh, ja, ich wusste, dass das passieren würde. Es tut mir leid, Kollege, ich wollte den Tisch nicht sprengen, wirklich nicht. Glaub mir. Aber okay. Dann halt nicht, würde ich behaupten. Ich hätte jetzt übrigens auch den Chat gefragt, ob ich hier schon was machen kann oder nicht. Aber es steht eh schon im Chat. Das ist eigentlich das, was ich nicht haben wollte. Ich
Es wäre mir halt wirklich lieber, wenn ihr einfach warten würdet, bis ich auch wirklich frage. Ich weiß, es ist wirklich nur lieb gemeint von euch, aber es killt meinen Erkunderdrang, wenn ich von vornherein weiß, dass ich da noch nichts machen kann. So, da war der Hundefuttertyp. Aber gut, er kann erstmal da bleiben. Da könnte ich jetzt aber eventuell was machen. Poppt. So, die hatte ich jetzt auch noch im Kopf. Oh, Geld. Das ist schön. Wie viel kann ich eigentlich tragen? 500? Na, wahrscheinlich eher 200, wa? Mal gucken. Ja, die Verdienste. Jetzt komme ich da aber auch weiter. So, hier unten war nichts. Ja, wie gesagt, ich finde dieses Erkunden eigentlich sehr schön, wenn du wirklich gar nichts weißt. Ich glaube, das sind Dinge, die man so, wenn man jetzt einen Stream guckt oder ein Let's Play vor allen Dingen, oftmals einfach nicht hat, weil dann auch viel rausgeschnitten wird. Die Zwergenbucht, ja, da bin ich ja bestens aufgehoben. Ob ich hier schon sein sollte, ist die andere Sache. Aber ich mag das eigentlich, dann wirklich herumzulaufen, auch wenn ich privat spiele und Geheimnisse zu suchen. Mir macht das super viel Spaß. Und ich sag mal, für einen Stream kann man dann immerhin nebenbei gut quatschen. Hier könnte wirklich mal jemand putzen. Es ist ja gerade keiner da, ne? Von daher gesehen. Oh, Muschel. Ah! Gebaitet. Ich meine, ich würde gleich schon noch mal gerne in den Keller fallen. So ist es nicht. Einfach zum Gucken. Ah, die Pflanze ist schön. Was haben wir da? Eine der Schranktüren hängt nicht mehr in ihren Angeln. Der Schrank wurde schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt. Okay. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne einmal in den Keller. Okay, macht nichts. Man muss ja mal gucken, ne, ob da noch irgendwas ist. Ich habe nie backtracken müssen, weil ich immer alles erkundet habe. Ja, aber die Sache ist zum Beispiel, ich habe jetzt ja die Kraftarmbänder erst im zweiten Dungeon bekommen. Das heißt, ich musste doch zwangsläufig zurück zum Strand, um da die Steine anzuheben. Ich meine, klar ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vorm Final Dungeon stehe und dann nochmal alles abgehen muss. Aber so ein bisschen backtracken muss man ja eigentlich schon. Die Sache ist, da komme ich doch gar nicht drüber. Also so weit kann ich nun wirklich nicht springen. Nein. So weit kann ich nun wirklich nicht springen. Ich glaube, ich kann noch ein Loch dazusetzen. Aber ich glaube, da komme ich erstmal nicht rüber. Vielleicht kriege ich ja später ein Upgrade für die Feder und dann kann ich da drüber hüpfen. Das könnte sein. Gebaitet schon so ein bisschen. Ansonsten kann ich mich hier durchquetschen? Ich glaube nicht. Geh nicht ins hohe Gras. Dann sind wir hier, glaube ich, erstmal fertig. Wer hat den Stein da jetzt schon wieder hingelegt? Ach so, du liebst das Erkunden auch. Dann habe ich das aus dem Augenwinkel falsch gelesen. Sorry. Aber ich mache das auch ganz gerne. Ich meine, ich könnte mit Sicherheit noch mehr vom Kran-Minispiel jetzt holen. Oder auch angeln oder hier oder dort. Aber ich sag mal, da ich das Spiel nicht kenne, mache ich einfach alles in meinem Tempo. So. Die Sache ist, als ich noch Let's Plays gemacht habe und da auch teilweise ja Zelda gemacht habe, habe ich halt auch immer gesagt, hey, ich mache das in meinem Tempo, ich bin manchmal vielleicht ein bisschen langsamer, aber hey, und hier und dort. Weil du auf der einen Seite die Leute hattest, die mich immer angemotzt haben, weil ich so langsam war. Wenn ich aber dann gerechtfertigt habe dafür, dass ich so langsam war, dann hast du die andere Fraktion gehabt, die sich beschwert hat, dass ich mich gerechtfertigt habe. Das war immer ein bisschen anstrengend. So. Gut, Kran-Minispiel. Angel-Minispiel. Was kann ich denn hier noch kaufen? Die Schaufel habe ich ja schon geholt. Liegt da einfach random Bogen bei dem rum? Das ist natürlich auch eine geschickte Art und Weise, Dungeon-Items unterzubringen. Wenn man zu viele Dungeon-Items hat, einfach die Bomben und den Bogen einfach in den Laden legen und gut ist. So ein Schild habe ich. Bomben? Ja. Der hat auch ein Herzteil, das war auch ganz schön teuer. Wie teuer ist der Bogen? Ah. I see. Ja. Ich nehme noch mal ein paar Bomben mit. So. Für den Fall der Fälle. Deinen Bogen kannst du erstmal behalten.
frage mich ja, will ich auch nicht wissen, es ist traurig, dass man dabei sagen muss, aber es ist so, ob ich den Bogen wirklich irgendwann kaufen muss, ich armes Schwein, nach dem Motto, naja, irgendwo ist es schon fast schon so ein Dungeon-Item, weil du erstmal genug Geld tragen musst, um das Ding zu kriegen, oder ob ich das irgendwo anders hinterhergeschmissen kriege. So. Urunga-Steppe? Musste ich nicht sogar in die Urunga-Steppe? Ich glaube, da muss ich hin als nächstes. Und weiter ist dann das Zoodorf. Lasst mich mal kurz gucken. Ach ja, die Zwergenbucht. Aber da kam ich jetzt ja hier erstmal nicht weiter. Ach, guck mal, hier ist bestimmt ein Dungeon. Ist das ein Wasserdungeon? Der hat voll das lustige Gesicht. Ist das ein Meerjungfrauenfelsen? Weil da kam ich ja nicht durch. Da ist noch ein Telefonhäuschen, aber der Blick ist richtig hart, Zoe Price. Aber sowas von. Da ist noch eine Eule und da ist... Warum sind jetzt zwei Telefon... die ist abgetrennt. Der Typ hat eindeutig zu viele Telefonhäuser. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal nochmal in den Zauberwald gehen und da ein bisschen erkunden und vor allen Dingen die beiden Stellen hier mitnehmen. Und dann hier oben nochmal gucken. Da bin ich ja schon fast neugierig zu gucken, wie weit ich hier noch komme. Schloss Hyrule gefunden. Okay, da gehe ich später lang. Wir gehen jetzt erstmal in den Zauberwald und backtracken noch ein bisschen. Die Karte Spoiler. Ach ja, hier war ja noch so ein Häuschen. Nein! Ich wollte ihn treffen, aber er blieb verschont. Wer hat denn hier sein Haus zugestellt? Also ich weiß zumindest, dass die Karte irgendwo hell leuchtet und dir zeigt, wo du hin musst. Ich weiß aber nicht, ob das schon angezeigt wird. Hier irgendwie. Wenn das noch nicht aufgedeckt ist. Aber ich weiß, der Dungeon hier hat geleuchtet. Was? Warum? Okay. Gute Nacht. Was habe ich jetzt getan? Hä? Erstmal die erste Frage. Kann ich das wegsprengen? Wir reden erstmal über die wirklich wichtigen Dinge. Nein, kann ich nicht. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay. Das ist so einer. Wie eklig. Geh weg. Ich dachte, wenn ich... Au, das macht Schaden. Ich dachte mir, wenn ich schnell genug darüber laufe, dann kann ich ihn vielleicht drüber stoßen. Was hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich unendlich viel Schaden bekommen. Was zur Hölle ist das hier eigentlich? So ein optionaler... Dungeon. Weg. Das war eigentlich mein Plan. So da drüber zu kommen. Wie viele sind das denn? Da liegt eine Ocarina in der Mitte. Das ist schon nett. Ich nehme auch mal an, ich kann die nicht platt machen. Also nicht, dass die dauerhaft verschwinden. Ich frage mich gerade... Ich will, dass der Boden einstürzt. Geht das? Ich wollte mich eigentlich noch davon retten. Mein Plan war eigentlich, die jetzt alle in dieses Loch reinzuschubsen. Ich fand meinen Plan gut, okay? Ich probiere das mal gleich bei dem aus, ob das geht. Geht da von der Boden kaputt? Da ist ein bisschen viel kaputt gegangen, okay. Irgendwie. Okay. Ich habe mich auch gefragt, warum die eigentlich nicht durchbrechen. Die Frage ist, möchte ich da jetzt rein?
Oder möchte ich lieber erst woanders hingehen? Ja, der Plan war gut und die Ausführung war richtig schlecht. Das trifft es eigentlich ziemlich gut, ja? Ja, das war eine Frage an euch. Dieses, möchte ich da jetzt rein? Weil ich finde, 3 Herzen Schaden sind schon hart. Ehrlich gesagt. Möchte ich nicht. Gut, ich kann natürlich, wenn ich Skill hätte, durchaus. Das war fast schon getroffen. Ich glaube, der Typ sieht auch sein Leben an sich vorbeiziehen, während ich hier werfe. Ja, wie gesagt, das war echt viel Schaden. Auf jeden Fall. Das hatte mich doch ein bisschen verschreckt. Ich hätte fast den Stream verpasst, weil du am Digimon suchten warst. Entschuldigt. Digimon ist auch ziemlich cool. Ich möchte da noch nicht rein. Ich habe so das Gefühl, es kann eigentlich nur schlimmer werden. Ach, hier war der Angelteich. Also wenn der erste Gegner mir schon so viel Schaden gemacht hat. Aber gut, dann gehen wir erstmal in den Wald. Wie gesagt, wir müssen eigentlich in die Steppe da drüben, das weiß ich auch. Aber ich bin einfach viel zu neugierig, hier noch Secrets zu finden, damit ich Jan gleich sagen kann, dass ich Secrets gefunden habe. Jetzt muss ich nur erstmal wieder... Hallo. Mich zurechtfinden. Ah, das kriegen wir schon hin. Secrets! Also hier ist noch einer. Ich sollte nicht versuchen, den Speeren auszuweichen. So, hier komme ich erstmal durch. Platsch. So, haben wir schon mal das hier. Das fühlt sich immer noch absolut unbefriedigend an, aber okay. Das fühlt sich an wie die Skulltulas. Das sind auch immer eher so Zonk-Items. So, wo ist meine Karte? Wo will ich jetzt erstmal lang? Ich glaube, ich nehme erstmal die linke Seite. Also gehe ich jetzt erstmal hoch und dann biege ich irgendwo ab. Klingt nach einem Plan. Ich sollte die Karte eigentlich viel öfter benutzen, aber ich weiß auch nicht. Habe mich über Skulltulas immer gefreut. Ich aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen irgendwie nicht so. Wobei Skulltulas ging eigentlich meistens. So, hier war ging ja, glaube ich, nur zurück. Da müsste ich jetzt eigentlich ungefähr an der Stelle sein, die ich mir markiert habe. Oder ist die noch weiter oben? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Irgendwo hier. Ah, gefunden. Ich fand die Skulptur das halt nie so schlimm tatsächlich. Also es ging. Aber wirklich hübsch fand ich die natürlich auch nicht. Was war hier eigentlich für ein Haus? Hallo? Ach ja. Jetzt habe ich mich wieder erinnert. Aber ich sag mal, sie können ja auch nicht immer nur richtig geile Belohnungen einbauen. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig. So, das andere ist über dem Telefonhaus irgendwo. Okay. Hier jetzt noch drunter? Oh, mal gucken. Oh, Geld. Geld ist immer gut. Und was war hier noch drin? Ich glaube, hier hatte ich aber schon... Ach nee, hier konnte ich ja noch gar nicht alles holen. Stimmt, die Truhe hatte ich geholt. Aber das konnte ich ja noch gar nicht holen, weil ich den Felsen nicht anheben konnte. Haha. Guck mal, ich bin doch schon gut. Ich habe schon einiges gefunden. Dafür, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann. Ich glaube nur ganz ehrlich, wenn man auf Twitch oder YouTube, ist ja egal, nach Link's Awakening guckt, um sich dann irgendwelche Videos oder Streams dazu anzugucken, dann sollte man nicht unbedingt hier reingucken, wenn man wirklich viel Skill erwartet und durchrushen. Aber ich denke auch ganz ehrlich, die meisten von euch kennen mich sowieso und wussten das. So, da oben. Ach ja, war noch die Eulenstatue mit dem tollen Tipp. Und da weiß ich aktuell auch nicht, wie ich drankomme. Aber ich habe es zumindest schon mal gesehen. So. Also, überm Telefonhaus. Ich habe es gerade selber nochmal gesagt. Und da gehe ich gleich erst hin. Ich will erstmal in die andere Seite vom
Zauberwald. Das sieht irgendwie voll... Frage ist... Wollte gerade sagen, wo genau? Gefunden...